So, Freunde, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII Remake. Ja, wir sind jetzt eigentlich soweit fertig mit Kapitel 14, beziehungsweise mit den Nebenaufgaben, die wir zurzeit noch tun können. Und ja, eine Sache steht noch aus, eine Sache, die ich gerne machen möchte, eine Sache, vor der ich Angst habe. Ja, so ehrlich will ich sein. Leviathan. Leviathan muss endlich gelegt werden, ja. Ich habe mir noch mal ein bisschen Strategien angeguckt, wie man das am besten macht. Worauf man achten sollte. Und wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich habe jetzt nicht, es ist jetzt keine ultimative, ich habe jetzt nicht hier von wegen so und so und so musst du dich genau ausrüsten, dann klappt das. Sondern einfach so ein paar generelle Tipps mir angeguckt. Ja, und die werden wir auch gleich verfolgen. Erstmal haben wir tatsächlich noch ganz paar wenig Waffenpunkte zu vergeben, glaube ich. An Tifa vor allem. Jeden Waffenpunkt hier können wir gut gebrauchen. Ja, deswegen werde ich das gleich nochmal irgendwann schnell tun. Dann rüsten wir uns aus. Und dann versuchen wir es einfach mal. Ja, das Wichtigste ist auf jeden Fall Barret. Barret ist halt MVP. Er hat die meisten HP und so. Und hat halt Long Range. Das ist schon ganz nice. So, warte mal. Wir gehen schon mal zu ihm hin hier, zu Chadley. Hallo. Was? Geht's jetzt wieder? Ist meine R2-Taste kaputt? Wäre witzig. Ey, der hört manchmal auf zu rennen. Was ist das denn? Warte mal, man kann auch auf R1 rennen, ne? Im Zweifel. ich brauche die R2-Taste noch für Crash. Wäre die gut. Oder wäre das Spiel gerade irgendwie nicht so ganz... Egal. Spiel ein bisschen weit gerannt. Wo ist er denn? Der Chadley da, ne? Da steht er, genau. So, wir gucken uns erstmal hier an. So, erstmal, genau, hier mal Tifa hat noch ein bisschen was. Gucken wir mal. Physische Attacke. ATB-Aufladung vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir physische Attacke noch unbedingt viel brauchen jetzt gerade. Machen wir mal das, komm. So, das war's schon mal tiefer. Oder können die anderen noch besonders viel? Ist da noch 12? Das ist noch ein bisschen was. Okay. Hat gerade ein bisschen lange zum Laden gebraucht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Irgendwas, was mir hier viel bringt vielleicht. Dip, 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 dip. Laden durch Hinterhalt, Schnelligkeit. Das ist wie alles nicht so geil, ne? Komm, Schnelligkeit. Wie gesagt, wir können alles gebrauchen. So, mal gucken hier. Oh, magische Attacke, physische Attacke. MP-Regeneration. Ich glaube, ich gehe auf MP-Regeneration. Weil jemand das Gefühl hat, dass er häufig leer ist. Und wir uns mal darum kümmern sollten. So. Ja, ne? Ach, sowas hier. Panzerschwert zum Beispiel 12. Das reicht ja sogar, glaube ich, ne? Naja, fast. Komm, hauen wir auch noch mal ein bisschen das TP-Maximum hoch. Dann hält der ein bisschen mehr aus, der Junge. Dann kann ich vielleicht auch Cloud ganz gut am Leben halten. Ja, wie gesagt, Tifa wird wahrscheinlich die größten Teil damit verbringen, gleich im Kampf tot zu sein. So leid es mir auch tut. Ach komm, ballern wir hier nochmal ein bisschen magische Attacke hoch. Ist auch nicht verkehrt. Plötzlicher Materia-Slot. Nee, das kann ich nicht gebrauchen. Okay, dann sollte es gewesen sein. So. Na gut, mal ganz schnell bei Barret. Barret hat überall nur wenig, ne? Ja gut, hier vielleicht noch 11. Kann man vielleicht noch... Ja, das kann man hier vielleicht noch benutzen. Magische Abwehr. Magische Abwehr ist gut. Wo ist es denn? Da. Das können wir gleich gut gebrauchen. Mal hier nochmal ganz schnell reingucken. Ich brauche halt alles, was ich irgendwie kriegen kann.
So, da kann ich nur was von den beiden nehmen. Boah, ich glaube, noch mehr TP brauche ich eigentlich nicht, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist. Außer was mache ich? Wir gehen heute auf ganz Nummer sicher. So, Barret hat, glaube ich, fast 5000 HP mittlerweile. Mal fast. Ist schon nicht verkehrt. So, dann gucken wir mal. Pass mal auf. Also erstmal Barret, ne? Barret bekommt, ja, die Barriere schon, aber die kriegt man anders. Er kriegt jetzt erst einmal Gewitter, und zwar das stärkste Gewitter, nämlich das, was Cloud hat. Wo ist es denn? Da. Ja. Mit der, Amplifikation? Nee. Genau, hier, mit der Elementaraffinität. So, das heißt, jeder Schuss von ihm ist mit Blitz, zusätzlich, was ganz geil ist. Zusätzlich kann er den stärksten Blitz zaubern, der für Leviathan ganz geil ist. So, dann kriegt er auf jeden Fall Barriere. Genau, Wiederbeleben wird er auch behalten. Das ist schon ein bisschen hart, weil er braucht 4 MP. Leider. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie ganz gut hin. Wie viel haben die anderen? Ja, so. Naja, schon am wenigsten. Scheiße. Ja, egal, wir versuchen es mal. Heilen wird allerdings Cloud bei Cloud bleiben. MP-Boost. Okay, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, wie ich das habe. Dann will ich mal gucken. Es gibt nämlich irgendwie irgendetwas. Vielleicht, oder? Nee. Eigentlich irgendwas, ich habe das nur auf Englisch gelesen. Da hieß es Steel Skin. Also irgendwas, was irgendwie scheinbar meine Abwehr deutlich erhöht. Aber sowas habe ich hier irgendwie nicht. Oder ich sehe es nicht. Naja, gut. Nicht so schlimm, wir haben 4 MP, HP meine ich natürlich. Und da hoffe ich mal, das reicht. Wie ist eigentlich Wiederbeleben? 5000 braucht das, ja moin. Okay, aber ich suche trotzdem irgendwas anderes aus. Am besten noch irgendwas, was mein, was hier, ne? Hiervon was, so. Geht die IP-Leiste auf. Glücksboost. Mehreren Materia kombinierbar. Ach so, wenn ich mehrere davon habe, ich verstehe. Magie plus 10%. Ich glaube, den TP-Boost wird trotzdem tiefer mal behalten. Einfach damit sie vielleicht doch mal ein bisschen am Leben bleibt. Weil wenn, nämlich, naja, wenn wir dann ihn gut angreifen können, Leviathan, dann ist schon ganz geil, wie tiefer auch da wäre. Komm, dann gebe ich ihm einfach, ATB-Schock. Beziehungsweise, Moment, ich wollte eigentlich nochmal... nein. Ich wollte eigentlich nochmal jemand gucken. Nämlich, ob man da nicht irgendwas Besseres ausrüsten kann. Zum Beispiel sowas hier. Genau, hier, magische Abwehr. Armreif des Magiers. Das klingt doch ganz gut. Da habe ich noch ein bisschen mehr magische Abwehr. Dann komme ich nicht ganz so in Bredouille vielleicht. So, tiefer. Hat die noch irgendwas, was mich hier deutlich besser macht? Nee, ne? Höchstens müsste ich irgendwie meine magische Abwehr erhöhen. Talisman. Oh, da kriegt's aber noch weniger HP. Nee, das ist scheiße. Guck mal hier, ob hier irgendwas geil ist. Ja, guck mal hier, der Gothic Armreif zum Beispiel. Gucken wir mal bei ihr. Gewitter. Heilige Gewitter. Ich muss mal gucken, ich habe nicht, ich habe nur, okay. Sie kriegt das schwächere Gewitter. Wie gesagt, sie wird ja die meiste Zeit tot sein. Muss man ja leider sagen. Guck mal, das erhöht ja auch ein bisschen die Werte hier, ne? Wenn ich zum Beispiel Zeit ausrüste. Naja. Was ist eigentlich Widerstand? Resistenz gegen Zusatzwendung. Achso. TP-Absorption. Was? Mach ich einfach mal. Ich meine, wenn ich hier schon was verbinden kann, ne, warum nicht?
Achso, stimmt. Und sie kriegt auf jeden Fall Auto wieder. Damit sie ein bisschen im Zweifel vielleicht einmal wiederbelebt wird. Weil es vielleicht bei Cloud auch gar nicht so verkehrt ist, wenn ich gerade mal nachdenke. Na, versuchen wir es erstmal so. Provozieren. Nee, lieber nicht. Glück geht runter. Jo, was ist das denn? Erhöht alles einmal. Das ist ja cool. Okay, das nehme ich einfach mal. Einfach nur, weil es alles so ein bisschen erhöht. Ich dachte, wenn ich oben rumgehe, geht es ein bisschen schneller. Stehen brauchst du eigentlich auch nicht. Ich rüste jetzt einfach ein paar Sachen aus, die mich einfach nur stärker machen, so ein bisschen, ne? Mal gucken. So, aber wie gesagt, tiefer ist auch nicht so wichtig. So, dann gucken wir mal bei Cloud. Heilen mit Amplifikation auf jeden Fall. Ganz wichtig. Analyse, theoretisch brauchen wir es nicht. So, und er kriegt noch auf jeden Fall... Moment, irgendwas kriegt er noch. Ich habe gerade vergessen, was. Achso, der kriegt natürlich noch das zweitstärkste Gewitter. Das da nämlich. Feindes Können. Ja, vielleicht Feindes Können, ne? Wer weiß, vielleicht bringt das ja nochmal irgendwas. Fuck. So, Magieboost, Glücksboost, Ausfläche und Umschlag. Da er vielleicht häufiger heilen muss, gebe ich ihm aber auch mal einen MP-Boost. Blut bräuchte ich auch nicht. Vielleicht wieder irgendwas, was mich hier erhöht. Magieboost. Magieboost, komm. Ich fühle mich doch nicht so richtig ausgerüstet, was ich hier tue. Aber wenn ich hier noch essentiell erhöhen würde, nicht wirklich. Nee. Okay, ich fühle mich irgendwie doch noch nicht so richtig ausgerüstet. Irgendwie, na, ich weiß nicht. Also, muss mal gucken. Bei Barrett ist jetzt die Waffe fertig, ne? Die ich gerade, also die alle. Ja, ich habe auch die richtig ausgerüstet. Gut. Gott, jetzt bin ich schon 12 Minuten hier am Rumfrickeln. Ey, ist ja auch schlimm. Naja, gucken wir mal. So, dann werde ich mich nochmal eben da hinsetzen, damit ich nochmal komplett geheilt bin auf jeden Fall. Dann werde ich nochmal das abspeichern, damit wir das fürs nächste Mal haben. Und dann versuchen wir es einfach mal. Ich werde wahrscheinlich trotzdem erstmal komplett überfordert sein und nichts rein. Wie viele Gegenstände habe ich denn so generell? Ether, Turbo Ether. Ja, ich denke, das geht. Ein paar Elixiere für Notfall. Achso, und ich habe auch noch von einer Funktion gehört, die es in dem Spiel gibt. Die haben das Spiel auch nicht erklärt. Ich werde das gleich mal testen, vielleicht im Kampf. Man kann nämlich mehrere Items auf gleichzeitig nehmen. Zum Beispiel könnte ich mir halt 3 Heiltränke gleichzeitig reinballern. Ich weiß nicht, ob das jetzt begrenzt ist auf 3 oder so, weil wir 3 Teammitglieder sind. Aber es geht wohl. Das will ich gleich mal gucken. Ja, ja, bla bla bla. Testen wir mal. Ich habe Angst. Gebe ganz ehrlich zu. So, was halt so der Trick ist, wie gesagt, die ganze Zeit Barrett einfach nehmen, immer schön Blitz reinballern, wenn geht. Und wenn die Schockleiste gefüllt ist, dann muss ich alles reinballern, was ich habe. Und zwar vor allem Limit Breaks. Ich darf die Limit Breaks nicht verschwenden. Die muss ich dann nehmen. Und ich muss Schokomoppel spawnen. Achso, das habe ich jetzt gar nicht geguckt, so wirklich. Aber guck mal, da sieht man schon. Aua. Ich mache ein bisschen mehr Damage auf jeden Fall, weil ich halt Blitz kombiniert habe. Bam, 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 bam. Ja. So, ich will mal gucken hier. Wenn ich jetzt Gegenstände irgendwie kann ich wohl... Irgendwie, wenn man L1 oder so drückt. Ich mach einfach mal. Warte mal. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Irgendwie geht das. Keine Ahnung. So, einfach mal. Ups. Guck mal, er hat schon ein bisschen Damage genommen. Ich glaube, mehr als ich im letzten Mal überhaupt gemacht habe. Aua. Ja. Natürlich kacke. Nee, ich warte noch ein bisschen. Beziehungsweise. Solange ich kann, werde ich glaube ich lieber Tränke schlucken. Weil MP brauche ich für kritische Situationen. Also, na. Also noch kann ich auch ein bisschen hier in den Nahkampf gehen, ne? So ist es jetzt nicht. Okay, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Ich glaube. Nee, macht er nicht, okay. Ah, doch.
Buch übertragen für Barrett. Hat er jetzt die Beschwörung, die ich möchte? Ja. Das ist gut. Duty calls. Das ist auch die beste Beschwörung, weil... Naja. Blitz. Ich hoffe, er macht am Ende die Blitzkacke. Ansonsten wäre übel. Okay, Moment. Schoko Blitz bitte. Achso. Das Vieh ist gerade gar nicht da. Jetzt aber. Wogensturm. Ist das schon die Kackattacke? Ah ja. Damage. Oh, das ist okay, I guess. Ups. Ich traue mich halt nicht so richtig, die Blitzdinger zu benutzen. Man merkt es vielleicht schon. Aua. Okay, Moment. Cloud. Ach nein, der kann... Oh. Okay, Moment. Machen wir schon mal Engel auf FIFA. Das hat ja schon mal wunderbar funktioniert. Ja, funktioniert auf jeden Fall wunderbar, den Kampf, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte nur ein bisschen eine reinhauen, bitte. Ich muss halt erstmal die Angriffe lernen, das ist ein bisschen doof. Jetzt verschwinde nicht, Mann. Ich muss meine Leiste aufladen. Den Football in der Leiste. Jetzt eine schnellere ATB-Leiste haben, das wäre doch schön. Oh, Auto-Heal hat irgendwie gewirkt, glaube ich. Okay, Barrett hat sogar schon beide Limit. Oh Mann! Jetzt macht doch nicht den, Alter. Okay, das ist komplette Überforderung bei mir gerade. Ja. Halt doch dein Maul, Alter. Ey, ich hasse dieses Spiel dafür. Wenn du versagst, in jedem anderen Spiel sagen die, oh, schade. Und hier, die machen sich über dich lustig, wenn du verkackst. War da ein Problem? Halt doch dein Maul, Alter. Was ist das denn, ey? Der Trick ist halt, das sah jetzt halt echt ungut aus. Wenn er halt einmal geschockt ist, dann muss man halt alles auf ihn raufballern und dann nimmt er richtig viel Damage. Das ist so ein bisschen das Geheimnis. Ich muss auf jeden Fall mehr mit den Blitzzaubern arbeiten. Oh, ja, jetzt ist meine Limitleiste auch schon weg. Danke, danke, ich liebe es. Ich liebe diese Funktion im Spiel, dass die manchmal einfach gecancelt werden. Okay, so gut war das gar nicht mal. You got this, I got this. Na komm. Hab ich nicht verstanden. Vielleicht einfach mal mehr Blitz raufballern, ne? 800, hey. Oh Mann, ey, ich will das immer gar nicht. Oh, Auto hier. Das war nett. Nehme ich mal einfach nur Vita. Reicht vielleicht erstmal. Aber Blitzra reicht ja vielleicht. Aber da baller ich nicht so viel MP und das dauert nicht so lange vor allem. Das ist ja mal das Schlimmste. Weich doch aus, Mann. Wow, 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 das war geil. Cloud, wo ist Cloud? Da. Den brauchen wir auf jeden Fall. Keep it together.
Oh, ich habe die Rückenklasse getroffen. So, warte mal, jetzt will ich mal was ausprobieren. Erstmal. Jetzt ist Cloud natürlich wieder. Egal. Moment. So, nämlich die Barriere. Meine MP sind ja schon fast alle. Was ist das denn? Ich hab doch kaum gezaubert. Obwohl, ich hab Blitz gezaubert. Okay, dann gebe ich meinen Heiltrank an Barrett tatsächlich. Weil ich glaube, der macht gerade den kacken Angriff, ne? Oder gleich zumindest. Aua. Gotta be careful. Es hilft auf jeden Fall wenig, dass ich gerade am Verrecken bin. Ja, das ist nämlich die Kackattacke. Genau die. Warum hat die Cloud getroffen? Aber mich nicht. Ich glaube, die hat mich schon getroffen. Oh, Choco Flair. Ja, das ist scheiße. So ehrlich will ich sein. Bringt nichts. Die Beschwörung war auch eher am Arsch. Muss halt auch irgendwie echt gefühlt ein bisschen Luck haben, was dann so feine Attacke sein wird. Loving it. So, hier, warte mal, wie geht denn das? Ich verstehe halt nicht. Verstehe nicht. Man kann halt irgendwie mehrere Items benutzen, aber ich verstehe nicht wie. Ich krieg das nicht hin. Ach Mann, fick dich doch, Mann. Jetzt. Oh, ich hasse das, wenn ich die Angriffe canceln muss, Mann. Das will ich halt nicht. Ein bisschen hier aufladen, damit ich mich eventuell gleich heilen kann. Ja. Ups. Ach guck mal, die Schockleiste ist sogar bald da. Ganz geil. Und wir haben tatsächlich auch schon fast unsere Limits voll. Ich glaube aber genau, wenn... Oh, warte ich, bis unsere Limits auf jeden Fall da sind. Mach doch nicht... Okay. Nein, was mache ich denn hier? Ich bin verwirrt von mir selbst. Vertrank auf Cloud, bitte. Wo ist er denn da? Okay, meine Leiste ist gleich da, der Football in der Leiste. Oh. Genau getimed, ey. Ich kann hier, warte mal, Energieaufladung. Mache ich mal Barriere? Magiebarriere nämlich. Wenn ich dann die mache, dann kriege ich nämlich die Kacke nicht so krass ab. So. So, jetzt nämlich Limit ins Gesicht. Ich weiß es nicht genau. Oh mein Gott, der ist ja wirklich nur komplett kurz gestunt. Aber seht ihr, wie gut die Damage ich mir jetzt gemacht habe? War doch gar nicht so verkehrt. Wenn ich schon mal kann, ne? Nee, irgendwas. Okay, warte mal, ich habe immer noch die Barriere, ne? Ich glaube, gleich kommt dieser Kack-Barrierenangriff.
Ich gebe schon mal lieber einen Heiltrank an Barrett. Ich spüre, dass es gleich schmerzhaft wird. Ja, es wird jetzt schon schmerzhaft. So, hier, warte mal. Nochmal bei Magiebarriere. Und auf jeden Fall schon mal ein Äther. Scheiße, ey. Gut, ey. Jetzt nochmal ein Heiltrank an Barrett. Ey, warte mal, die Schockleiste ist wieder halb gefüllt, ey. Wie geil ist das denn? Ja, voll schnell. Problem ist, ich habe gleich keine Limits. Ja, weil das Feuerattacken sind. Das ist immer nur 300 AP, ey, die lächerlich. Egal. Was mache ich denn jetzt? Da passiert irgendwie nichts. Uiuiuiui. Wir können Tifa einfach mal so zum Spaß wiederbeleben. Okay, jetzt muss ich. Warte. So, Magie. Leben, bitte, für uns alle. Ich könnte mal eben kurz. Aua. Mann, das sind das für nervige Attacken hier. Können Tifa mal eben zurückholen, ne? Vielleicht kann sie gleich mal wieder ein bisschen was machen hier. Ist doch nicht mehr so komisch rot, der Bildschirm. Ja, ist ja okay. Oh, Schock schon? What, echt? Was machen wir denn jetzt? Okay, das ist voll doof eigentlich. Okay, mein Thema war eigentlich das hier. Okay, jetzt mal auch ein bisschen Damage. Aber auch nicht so viel, wie es eigentlich soll. Scheiße. Mann, der Schock war jetzt ungünstig. Auch nie gedacht, dass ich das mal sage. Reicht ja vielleicht erstmal. Wasserstrahl. Mich auch. Nee. Ich will mal super tragen. Ich kann's ja. Ich kann aber wieder mehr blitzen. Das vergesse ich auch immer. Ich versuche aber, ich will halt die nicht für Blitz. Für Arm verschwinden. Oh, warte mal, jetzt kommt wieder der krasse Angriff, ne? Scheiße. Ah, ja gut, ich bin eigentlich ganz gut HP-mäßig dabei. Das sollte ich überleben. Genau, guckt euch die Kacke an, Alter. Okay, Moment. Du erstmal Engel auf Tifa. Und du dann direkt ruhig wie Targa auf alle. Yeah! Das hat doch mal gut funktioniert. Bum, 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 bum. Aua. ja, maximale Hut bringt, glaube ich, nichts, ne? Doch, habe ich es gesagt. Oh oh. Hey. Okay, Tifa hat gleich ein Dings, das ist ganz geil für den nächsten Schock, wenn ich den noch kriege. wenn ich den noch kriege, bevor ich sterbe. Ah, ich sehe Hoffnung auf jeden Fall. Wenn ich jetzt sterbe, dann versuche ich mal nicht auszurasten. Ich kann nicht versprechen, leider. Aua. Moment. Tifa, mach meinen Gegenstand. Dann mach ruhig einen Supertrank, ist okay. Ja, man muss ja nicht immer gleich Mana verschwenden. Wir haben ja, wozu haben wir die Items, ne? Wir brauchen die eigentlich in normalen Kämpfen eh nicht mehr. Oh, jetzt macht's wieder critical Damage. Ah, die Attacke ist immer dreckig. Okay. Weiß nicht, ach ja, ja. Wow, warum hat Cloud so viel MP? Ja cool, MP-Regeneration, ne? Okay, dann sollte ich vielleicht auch mal. Oh. nein! Willst du mal gesehen als. Oh nein. Dann sollte ich vielleicht mal Blitz zaubern, aber gerade lieber doch nicht. Ach komm, Heiltrank. Bringt kaum was. Aber machen wir. Ist okay. Better than nothing. Hätte vielleicht tiefer machen sollen, sogar wenn ich mal nachdenke. Boah, zum Glück ist nicht automatisch Limit wie bei
Originalfeinde, wenn die 7. Dann hätte ich jetzt ein Limit gezaubert. Da ist nämlich der Limit immer ersetzt durch einen Kampf. Durch einen Kampf. Mhm. Durch den normalen Angriff. Okay, komm. Okay, das war ganz geil. Der hat ein bisschen viel Damage gemacht. Aua. Wo ist er denn? Ui. Ja. Okay, wir haben beide schon wieder Limit. Das ist geil. Das kann eigentlich nur gut werden, wenn ich ihn nochmal gestaggert kriege. Bam, 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 bam. Oh, jetzt fehlt nicht mehr viel. Okay, Spiralsturz. Warte mal, dann mache ich mal kurz wieder Magiebarriere und Cloud. Aua. Nochmal heilen, wollte ich eigentlich sagen. Er kriegt so viel MP-Regeneration. Voll geil, Alter. Gut, dass ich das noch gemacht habe vorhin. Aua. Ja, ist okay, Mann. Tiefer mir nochmal eben einen Super Trank. Obwohl. Ah, doch, ein Super Trank. Mach ruhig, wir haben sie. Wo ist er denn da? Nein, ich wollte gerade sagen, ha, ich bin dem Kampf Ding ausgewichen. So. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich hier irgendwas. Komm, machen wir einen Blitzrad rein. Wir haben es gleich. Leute, wir haben es gleich. Jetzt habe ich auch nochmal Blitzrad rein hier. Oh oh. Das ist nicht gut. Obwohl doch, die anderen beiden sind noch gut dabei. Im Zweifel muss ich ein bisschen mit Phoenix arbeiten. Okay, alles gut. Hui. Moment, dann, wohl alles gut, will ich gar nicht mal sagen. Nehme ich meinen Megatrank auf jeden Fall. Für Cloud am besten. Den ich auch mal gleich spiele, damit er noch entkommen kann. Genau. Jetzt hat er auch gleich sein. Oh, ich bin ausgewichen, sehr gut. So. Jetzt haben sogar alle drei ihr Limit. Ach komm, machen wir Vitaga, warum der Geiz? Haben wir ja im Endeffekt nichts von. So. Okay, interessant. Der Anfang des Kampfes war auf jeden Fall am härtesten. Au. Ich jinxe jetzt noch nichts, aber wenn wir ihn gleich im Schock zwischen haben, ist er tot. Dann überlebt er nicht. Was auch nicht mehr lange dauern dürfte. Ah. Wo ist er? Die Sau. Okay. Schock. Du bist quasi da. Mann. Wechsel viel, merkt man vielleicht. Aua. Okay. Nichts hier, nichts dem Zufall überlassen, ne? Einfach nochmal heilen. Kann's mir leisten, sag ich mal. Mhm. Moment. Tiefer, da. Nein. Gegenstände. Super Trank. Ja, doch. Barret spielen auch. Was ist er denn jetzt? Wie sieht der viel die ganze Zeit, ey? Ja! Okay. Muss aber auch ganz schnell hin. So, Katastrophe. Ja, auf Leviathan. Limit, Delfinschlag, ihm ins Gesicht. Und Limit, Atomisator in sein Gesicht. Alter Schwede. Einfach der Triple Limit am Ende, geil. Oh, der war super. Wir haben es geschafft. The patron deity of Wutai is not an enemy to be trifled with. Mm-hmm. Together, Wutai, you can cleanse the world of the Shinra Scourge. Ganz cool auf jeden Fall. Also auch im Originalspiel hat man in Wutai die Beschwörung bekommen. So, dann gehe ich mal zurück. I look forward to receiving all of your future battle intel submissions. So, dann haben wir abgeschlossen. Habe ich den neuen jetzt oder wie sieht das aus? I hope you will continue to help me gather vital information for my research. Nö. Okay, dann dauert das wohl doch noch ein bisschen. I look forward
to receiving all of your future battle intel submissions. Ah, schön, dass ich es geschafft habe. Hat Spaß gemacht, echt. Der Anfang war ein bisschen... Ich finde, der Anfang war das härteste am Kampf. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ey, der Trip, Alter, das war so geil. Gerade dieser Triple Limit am Ende. Einfach nur noch Explosion und... Implosion und Effekte im Bildschirm. Holy moly. So, kann ich jetzt wieder mit R2 rennen? Okay, scheint's... Nee, er bleibt immer stehen. Fuck! Was ist denn los? Ist mein Controller jetzt am Abspacken, oder was? Mein R2-Button, das wäre nicht so schön. Ich muss aktuell Crash 2 noch damit durchspielen. Hm. Okay, jetzt habe ich... Also eben gerade habe ich gerade kurz losgelassen. So ganz leicht. Hm. Mir ist der Controller auch gestern leider einmal runtergefallen. Ziemlich hart. Weil ich irgendwie ein bisschen ungeschickt war. Nein, ich bin nicht ausgerastet. Ich war einfach nur doof. Hm. Naja. Generell fallen mir Dinge sehr häufig runter. Okay. Die letzten drei Male habe ich übrigens nicht aufgehört zu reden. Scheiße. Okay, Leviathan gemeistert, das ist auf jeden Fall geil. Wie gesagt, einen Kampf gibt's noch, ich hoffe, den schaffen wir auch, aber hey, Leviathan ging doch jetzt eigentlich echt gut von der Hand. Und da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Jetzt die Frage, was machen wir den Rest der Folge? Ich will jetzt eigentlich nicht unnötig noch mit der Story weitermachen, das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Okay, ich bleib auch auf R1 stehen, das liegt an irgendwas anderem. Ist mein Stick marscht? Hey, mein Stick, mein Pizzastick. Ich würde sagen... Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen doch mal die Levelroute ab. Das ist immer so das Go-To. Wir können es gebrauchen für, ne? Bahamut später. Klingt so auch irgendwelche andere Dinge, die ich theoretisch erledigen könnte. Aber ich weiß nicht was. Übrigens, wo es mir gerade mal einfällt, die Bücher, die mir hier weitere Waffenpunkte und so geben, ne? Da hatte ich aber nachgeguckt, wo wir die anderen kriegen, weil hier, pass auf, hier haben wir ja zum Beispiel 1 und 2 und 3 fehlt, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 3. Zugegebenermaßen bei Aerith weiß ich es gar nicht mehr mit Band 2, aber bei Cloud Band 3 kriegen wir von der Sidequest, die noch fehlt. Bei Aerith habe ich es jetzt leider... Ich habe eigentlich auch nachgeguckt. Ich meine auch, das kommt noch. Ich habe nämlich mal geguckt. Wisst ihr, wie viele Bücher es insgesamt davon gibt? Alle zusammengerechnet von allen Charakteren? 60. Mag man sich jetzt fragen, what the fuck? Habe ich so viele verpasst? Nein, man bekommt super viele davon, nur auf schwer. Auf schwer kriegt man die nämlich so hinterhergeworfen. Für jede mögliche Aufgabe, für jeden möglichen... Kampf, die du kriegst, kriegst du die hinterhergeschmissen. Auf normal kriegst du halt nur so ein paar. Warum auch immer. Panikattacke hört bei ihr auch scheinbar nicht auf. Ist halt schade. So, warte mal. Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Da will ich eigentlich hin, ne? Genau. Das war die Levelrude. Also irgendwie hört er auf zu rennen. Gefällt mir nicht. Was passiert, wenn ich den Stick drücke? Geht ja auch zum Rennen. Ich meine, in dem Spiel ist es jetzt nicht so dramatisch, sage ich mal, ne? Aber bei anderen Spielen wäre es doof, wenn irgendwie mein Dings hier abkackt. Aber irgendwie, es passiert bei beiden Schildertasten. Von daher denke ich mal doch, dass es irgendwie am Spiel gerade liegt. Das Spiel irgendwie gerade keinen Bock hat. Ich hatte auch eben Probleme beim Starten wieder. Ich weiß nicht, was meine PlayStation letzter Zeit hat. Bei Kingdom Hearts hat es das ja auch mal öfter gehabt. Dass die Spiele nicht starten wollten, ich die CD nochmal rausnehmen musste und wieder reinlegen musste. Hatte ich eben auch. Er hat sie erkannt. Final Fantasy 7 ist drin. Ich drücke auf Starten, dann Anwendung kann nicht gestartet werden. Ich denke mir so. Hä? Sie den mal rausgenommen, mal ganz kurz geputzt, die Fläche. Die Blu-ray ist es ja nicht. Ich nenne es mal CD, ne? Also eigentlich eine Blu-ray. Ja, und dann ging es halt. Hat dann aber auch mal. Ah, nächste Stufe erreicht. Hat dann jetzt auch noch mal ein bisschen zum Laden gebraucht, tatsächlich. Das Spiel, also am Anfang dieses Symbol war halt lange da. Ich bin gerade überlegen, ich muss ja auch noch meine Materie vielleicht ummünzen, ne? Wieder umbauen. Ich habe sie jetzt für Leviathan angepasst. Ich meine, auch so komme ich noch durch alle Kämpfe durch, aber... Jetzt zum Beispiel hat Barrett den stärksten Blitzapparat. Aber Cloud kann ja auch ein bisschen warten, ne? Blitzra reicht ja vielleicht auch schon. Jo, reicht tatsächlich schon. Hätte ich nicht wieder. Oh, da reicht's nicht.
Also Cloud hat auch bessere Magie. Let's keep it up. So. Ach ja, ach ja. Auch mal eben ein bisschen noch Materie abgelevelt. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Alle Feindes können haben wir auch. Kann ich mal testen. Warte mal, komm. Ich teste die jetzt mal, wenn er mich lässt. Erinnere mich gerade an, weil der mir auch meine Materie gegeben hat, glaube ich. Ein feines Gönn. Also, was können wir jetzt alles? Eisaura hatten wir schon. Selbstzerstörung und Geistzug. Okay, können wir gar nicht, weil. Fehlt die ATB-Leiste. So, wahrscheinlich jetzt völlig OP. Komm, Selbstzerstörung. Bam! Haben wir das auch mal gesehen. Schön, ne? Ja, nicht beschweren, tiefer. Es hatte den Grund, dass wir gerade nicht gewonnen haben. Also, dass der Kampf so scheiße ausging. Bom, 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 bom. Mockelmetall? Achso, ich habe das Ding dahin kaputt gemacht. Entschuldigung. So, ich wollte gerade schön Entfesselung machen, aber kann ich noch gar nicht. So, jetzt. Entfesselung ins Gesicht. Bam! Ich muss übrigens auch nochmal die 300er-Dings machen, ne? Die 300er-Trophäe. 300%. Ah, ich denke, das mache ich dann später in Kapitel 17. Wenn ich dann auch die bessere Waffe für Tifa habe. Es gibt noch halt letzte Waffe für Tifa. Und die soll halt ganz geil sein. Dafür. Ja, schön. Ja, dann werde ich das dann machen, genau mit zusammen mit dem letzten, der letzten Beschwörung dann. Ich hoffe, wir kriegen die dann. Ich weiß noch nicht, wir die kriegen. Vielleicht ist es auch, weil ich jetzt erst gemacht habe, dass wir jetzt... Ich habe keine Ahnung. Ja, zumindest eine Beschwörung gibt es noch und die will ich schaffen. Gerade nachdem Leviathan jetzt doch so gut lief, ich umso ermutigt, dass wir das auch schaffen. So, ich will jetzt mal die letzte Feindes können hier probieren. Achso, doch geht. Geistzug. Naja, ich krieg HP zurück, das ist schön. Bom, 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 bom. That's the way. I like it. Ach, bin ich froh, dass wir jetzt Leviathan geschafft haben. Ein bisschen Leveln und ein bisschen Sinn und Verstand. Läuft halt schon ganz gut. Sieht unser Level eigentlich aus so gerade. Immer noch irgendwo in der Mitte. Aber Barry ist der Level 30. Hey. Der völlig OP. Okay, Barrett. Vielleicht sogar nach dem Kampf schon. Jupp. Und Waffenpunkte sind irgendwie so lächerlich, ne? Aber Waffenpunkte sind ja nicht die, oder doch, die ich verteile in der... Ich habe das alles nicht gepeilt. Ich mache einfach mal alles, was ich kann. An Punkten verteilen reicht ja. Gegenwärtig passive Sachen kann ich eh nichts tun. Ups. Off. Oh, 900 Damage, ey. Darn it. Zack. So, noch einmal die geilen Gangster hier platt machen. Ey, Gigante. Wir erinnern uns. Ups. Bom, 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 bom. Beck ist tot. Tut mir leid. Okay.
Einmal alles benutzen, bitte. Echt nicht viel Damage. Warum ist der so stark, Mann? Ey, Gigante. Wow, was macht der denn da? Was tiefer los? Okay. Route auch mal wieder erfolgreich abgelaufen. Wunderbar. Ein bisschen gefarmt hier. Guck mal sich das an. Ey, guck mal, das bringt echt nicht wenig, ne? Guck mal, bei Barrett ist wieder erst auf dem Level. Also, verhältnismäßig. Wenn ich wirklich bis 50 Jo machen würde, dann würde ich ein paar Stunden hier sitzen. Aber das ist ja nicht mein Ziel, ne? Achso, noch gar nicht ganz fertig. Ich hab gelogen. Aber macht nichts. Den Rest mache ich doch auch nochmal easy fertig hier. Beim nächsten Mal werden wir dann auf jeden Fall weitermachen mit der Hauptquest, ja. Lange ist es her. Ich hoffe, ich kann dann nochmal zurück später. Nachdem ich dann die Nebenquest abgeschlossen habe. Wie gesagt, für Nebenquest müssen wir ein bisschen Hauptquest weitermachen. Erst dann geht das, den letzten Corneo-Schatz finden. Ich hoffe, dass ich da nochmal zurück kann. Sodass ich noch den eventuellen, wenn es denn so ist, die Nachricht vom Racheengel holen kann. Sodass ich auch diese Trophäe noch bekomme. Muss ich nochmal gucken, wo die ist. Die ist an irgendeinem Chocobo-Stand halt. Ne? In irgendeinem Chocobo-Schnellreisepunkt. Muss ich mal gucken. Aber das wird schon irgendwie werden. Und wenn nicht, haben wir halt die Trophäe nicht. Belichtung kackt mal wieder völlig ab. So, wir sind durch. Schön. Gut, Leute, dann sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Genau, hier haben wir auch die letzte Folge aufgehört. ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Final Fantasy VII Remake. So ein Chocobo-Ding, ne? Und ja, dann geht's weiter mit der Hauptquest. Wir haben Leviathan geschafft. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Ja. Also, ne? Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.